Arsch. Dann sterbe ich sowieso. Bis dahin spiel ich mit deutschen Rappern Domino, weil es geht, ich will so sehr. Schatz, bist du es? Marvin? Was war das denn? E-Zigarette. Links in der Beschreibung. Tag 21. Ich bin schon so lange hier. Und immer um 3 Uhr nachts passieren die krankesten Dinge. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Leute, ich war jetzt hier gerade am Duschen. Haare sind auch nass. Und hier finden richtig gruselige Dinge statt. Die Tür. Einen Monat rum, seitdem ich in diesem gruseligen Haus um 3 Uhr nachts gefangen bin. Mir wachsen schon Haare auf der Brust. Normalerweise habe ich keinen Bartwuchs. Es wird so krass, Freunde. Es ist so krass. Bitte, mach das nicht zu Hause nach. Wo kommt das her? Trinkt nicht um 3 Uhr nachts aus eurer Flasche. Ohne Scheiß jetzt, noch ironischer hätte ich das Video nicht machen können. Und wer sich jetzt fragt, wieso ich hier wieder oberkörperfrei bin, ey, es ist fucking 2 Milliarden Grad draußen, kommt mal klar. Nein, es ist wirklich verdammt heiß heute. Gestern war es noch Regen, heute ist es Wüste. Ich weiß nicht wieso, ey. Der gute Trend ist mal wieder nach Deutschland gekommen und zwar 3 Uhr nachts Videos. Erst waren 24 Stunden Videos in, dann Waffeling, irgendwas in Scheiße baden und jetzt ist es halt 3 Uhr nachts irgendeine Kacke. Wer es wirklich immer noch nicht verstanden hat, das war alles Ironie. Oder auch nicht, wer weiß. Vielleicht steckt ja ein Fünkchen Wahrheit dahinter. Ist euch schon mal was richtig Paranormales passiert? Würde mich mal interessieren. Jetzt ohne Scheiß, würde mich echt mal interessieren, weil ich stehe eigentlich auf so einen creepy, gruseligen Shit. Aber Freunde, bitte lasst euch nicht verarschen. Manche YouTuber, Simon, that's you, stellen das dann so im Internet dar, dass das fucking real ist. Und die Hälfte der Leute, die glauben das wirklich. Was heißt die Hälfte? Über 90% der Leute, die glauben das. Also nochmal bitte, lasst euch nicht veräppeln. Glaubt nicht immer alles, was ihr zum ersten Mal seht oder zum ersten Mal hört. Hinterfragt einiges, baut Diskussion auf, dies, das, dann ist das Leben auch spannender. Aber ich verstehe das nicht. Wie kann man seine Fans so krass ausnutzen? Ich meine, manche YouTuber machen das echt for real. Die machen das for real. Die laden sowas hoch, um damit Klicks zu generieren. Das ist schon echt kein Prank mehr, weil ein Prank wäre es ja, wenn man das so untereinander macht. Aber die Leute, die sowas ernsthaft hochladen, die pranken ihre Zuschauer, die pranken euch damit. Und das ist meine Message. Bitte lasst euch nicht von dem pranken. Es sei denn, ihr empfindet sowas als Unterhaltung. Weiß ich ja auch nicht, nee. Meine Meinungen sind ja verschieden und Geschmäcker sind dazu auch noch verschieden und variabel. Übrigens noch eine wichtige Sache zum Schluss. Ich bin jetzt fester Partner von DevShop. Das heißt, wenn ihr über DevShop euch was kaufen wollt, könnt ihr das gerne mit dem Link in der Beschreibung machen. Dadurch unterstützt
unterstützt mich natürlich, ne? Das wird für euch dann auch nicht teurer. Und vielleicht könnten wir dann so die eine oder andere Aktion mit DevShop zusammen starten. Also wäre nice, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Zum anderen habe ich 7 Videos vorproduziert. Das heißt, alles, was ihr jetzt nach diesem Video seht, ist eigentlich hier voraufgenommen worden. Aber ich habe jetzt einfach gesagt, ne, ich muss darüber jetzt ein Video machen. Was ich immer mal wieder erwähnen muss, ey Leute, ihr könnt diesen Kanal kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr so einen geilen Shit nicht mehr. Ich bringe natürlich alle 2 Tage Videos hoch. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, lasst euch bitte nicht übers Ohr hauen, lasst euch nicht von so einem paranormalen Activity-Scheiß auf YouTube blenden, denn davon ist sowieso nichts real. Bleibt euch selbst treu und haut rein. Drei, zwei, eins. Schatz, bist du es? Warte, nein, ich hab gelacht. Scheiße. Wir müssen nochmal machen. Ja, aber ich will das serious rüberbringen. It's been a long day. Alter, was ist das für eine Fliege? Die Geisterflasche, Jungs. Möpse, Alter. Okay, dann legen wir mal los hier. Wie viele Videos hast du jetzt eigentlich schon? 5. Bin fleißig hier. Ich krieg jetzt ein Bad für eine Szene. Hast du das gehört? Ah! Ich lasse hier gegen Scheiß. Oh, wieso ist denn der so spitz? Oh. Oha! Ich habe eine Ringkanone! Ich glaube, Hitler ist gar nicht tot, er ist einfach die Reinkarnation in mir. Oder von mir? Wie sagt man das? Kein Bock, die Kamera zu halten. Steck die jetzt an Stativ. Faulheit ist da. Wir haben hier heute ein neues Produkt, das Medion-Scheißding, was nur bei der Verarbeitung rumleckte. Malen Sie mir einen wunderschönen Bart. C'est magnifique. Très chic. Dann hör auf rumzuwackeln. Jetzt kann ich das Video nennen, Angel Prank, die Angel Queen. Wenn du, ne, dann wird das echt gut, wenn du willst. Das war so, wenn du, ne. Die Sexos. Ey, der ist voll geil geworden. Ey Leute, habt ihr schon die neueste E-Zigarette gehört? Trinkt nicht um 3 Uhr nachts aus eurer Flasche. Aber ihr dürft gerne eine E-Zigarette von euch ziehen. Wisst ihr, in solchen Momenten überlegt man sich, was hat man einfach alles falsch gemacht im Leben? Und ich habe meinen Kanal eröffnet. Look at his titties!